Zurück zum KIZ. CIC klingt zwar besser, steht ja auch hier, aber es heißt auf dem Deutschen nun mal KIZ, abgekürzt. So, ach man, das ist immer so ein großes Geklicke hier, um hier hinzukommen. Hier hin. Was ist hier oben? Die ISMA-Grenze. Ich werde das noch machen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Wenigstens die Sachen holen. Wir müssen sie ja noch nicht abgeben. Treibstoffdepot, brauchen wir das? Nein. Scan? Hier ist nichts. Ist hier überhaupt irgendwas? Oh Gott, ist das riesig. Polino? Ich habe etwas gefunden. Gefunden. Und hier gibt es irgendwie auch keine Reaper-Aktivität. Auf dem Wasserstoff-Helium-Gasgiganten Metaponto wurde mit Finanzmitteln der Elcor eine Helium-3-Betankungsstation errichtet. In der Hoffnung, das System dadurch so interessant zu machen, dass Investoren für Terraforming gefunden werden und Volturno letztendlich zu einer bewohnbaren Welt wird. Bisher allerdings ohne viel Erfolg. Nach unten und darüber. Zack. Das ging gut und gefunden haben wir verbesserte Biotika-Implantate. War das das, was ich gesucht habe? Irgendwie... Hä? Merkwürdig. Egal. Wir gehen jetzt dahin. Die Genophage heilen ist wirklich eine gute Idee. Zumindest vorerst. Wer weiß, wenn die Kukaner nochmal durchdrehen sollten, haben wir ein Riesenproblem. Egal, es muss gemacht werden. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Klick. Abbruch. Feind bei Landekoordinaten geortet. Joker, Details. Die Sensoren zeigen einen Reaper direkt bei der Mantelanlage. Sie können dort auf keinen Fall mit einem Shuttle landen. Alle unverzüglich in die Einsatzzentrale und den Mantel beobachten. Interessant. Jawohl, Sir. Was können wir machen? Neuer Typ von Reaper, Shepard. Benutzt Mantel zur Vergiftung von T'Chanka-Atmosphäre. Nicht gut. Sie wollen einen Kampf? Jetzt haben Sie einen. Primarch, wir brauchen Ihre Hilfe. Das könnte schwierig werden. Unsere Verluste auf Pelevin waren katastrophal. Aber wenn wir das machen, ist Pelevin vielleicht gerettet. Wir tun das hier für Pelevin. Keiner sagte, dass es leicht wäre. Was haben Sie vor? Kombinierter Angriff. Ihre Leute fliegen einen Luftangriff auf den Reaper. Rex, gleichzeitig greifen Ihre Soldaten am Boden an. Gemeinsam können Sie ihn von dem Turm wegbringen. Ja, Ablenkung. Kleines Team erreicht Mantelanlage und stellt Heilmittel fertig. Eva muss uns begleiten. Okay. Sind alle dazu bereit? Wir waren einem Reaper noch nie so nah. Sind alle an Bord? Gibt's daran Zweifel? Gehen wir, Pycheck. Zeit, die Genophage zu heilen. Commander, eine dringende Meldung. Ich lege sie Ihnen in den Kommunikationsraum. Okay. Was bedeutet dringend? Oh, die Dalatras. Dalatras? Commander Shepard, wir wissen, dass Sie in T'Chanka sind. Und Morden Solos hat bestimmt vorgeschlagen, den Mantel zu benutzen. Ja. Spionieren Sie uns nach? Wohl kaum. Der Mantel ist die einzige vernünftige Möglichkeit, die Sie haben. Commander, fehlgeleitete Sympathie für die Korgana darf nicht Ihre Urteilskraft vernebeln. Glauben Sie ernsthaft, dass die Heilung der Genophage zu dauerhaftem Frieden führt? Ja, es könnte funktionieren. Ich traue Rex. Und ich denke, die Korgana haben auch was gelernt. Wir müssen den Korganern diese Chance geben. Sie können einfach keine ganze Spezies aussterben lassen. Die Fortpflanzung der Kroganer wird außer Kontrolle geraten. Wir haben die Kroganer wegen ihrer Gewalttätigkeit unterstützt, nicht wegen ihrer Diplomatie. Ein weiterer Krieg ist unvermeidlich. Was wollen Sie, Dalatras? Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Mordin wird die Fehlfunktion sicher entdecken und reparieren. Aber wenn Sie das verhindern, wird das Heilmittel beeinflusst und wirkt nicht mehr. Niemand würde die Veränderung bemerken. Will sie mich verarschen? Ein Betrug an den Korganern?
Sie können sich dumm stellen und Erden und Rex glauben lassen, sie hätten ihr Versprechen erfüllt. Da würde Morden niemals mitspielen. Was Sie mit ihm machen, entscheiden Sie, Commander. Wir bieten Ihnen dafür unsere besten Wissenschaftler für den Bau des Tigels und Unterstützung durch unsere Flotte. Falls ich das Heilmittel sabotiere. Denken Sie darüber nach, Commander. Es ist Ihre Entscheidung. Aber nicht um jemand an... nicht... Das... Nein. Ich betrüge doch nicht jemand anderen, nur um die Hilfe zu bekommen. Also Edi kommt so oder so mit. Ich würde gerne mal wieder James mitnehmen und... Wieso nicht Liara? So. Dann sehen wir mal, was da so abgeht. Hier gibt's ja jetzt Waffenmods, die sind verbessert. Präzision. Oder mehr Magazine. Puh, ich bin mir nicht absolut sicher, ob ich Präzision für das Teil brauche. Wir bleiben erstmal dabei. Und, gibt's hier irgendwas, was überhaupt mir was bringt? Außer dem und dem Teil? Nee. Nicht wirklich. Ups, ich wollte es nicht modifizieren. Ich wollte die anderen mir angucken. Valkyrie braucht eigentlich kaum mehr Präzision. Noch mehr Kapazität ist vielleicht nicht schlecht. Der Schaden bringt auch nicht wirklich viel. Aber ich bleib mal lieber bei der Durchschlagsmod. Und die Claymore. Wow. der Unterschied zwischen der Crusade und der Claymore. Nicht uninteressant. Und hier wäre vielleicht die Präzision. Na, das bringt ja kaum was. Ein bisschen mehr Munition ist auch hier nicht schlecht. Und bei ihr könnten wir auch den Schaden etwas erhöhen. Und wieder das. Schaden oder mehr Munition? Pro Magazin. Ich denke, pro Magazin ist ganz gut. Und hier erhöhen wir einfach mal die Präzision. Gut, Punkte noch nicht. Bei ihr könnten wir diese Singularität eigentlich mal erhöhen, obwohl ich brauche sie hier relativ selten. Im Multiplayer ist sie wirklich hilfreich. Schadenwirkungsrate und Kraft der Warp-Detonation werden um 50% erhöht. Dafür muss es aber erstmal funktionieren. James... Vielleicht die Verstärkung, aber noch nicht. Weiter. Ich habe die Clans zu den Hollows bestellt, unserem heiligen Versammlungsplatz. Wir landen dort und greifen den Reaper mit einem gepanzerten Konvoi an. Das wird ein großer Moment in der Geschichte der Krogana. Große Augenblicke kroganischer Geschichte, meist blutig. Diesmal hoffentlich besser. Mit einem riesen Reaper-Müll. Sie wirken besorgt. Enthüllen wir es jetzt? Oder sagen wir noch nichts? Ich würde sagen, wir sagen es lieber jetzt schon. Oh Gott, das ist eine dieser Entscheidungen, wo man denkt, das könnte alles verändern. Wir enthüllen es. Es ist zu gefährlich, es jetzt nicht zu sagen. Ich habe eine Nachricht vom... Rex, hier Reeve. Nicht euer Ernst. Die Reaper sind schon bei den Hollows. Feuert aus allen Rohren. Festhalten! Wir gehen runter! Reeve wäre übrigens an der Stelle von Rex getreten, wenn er im ersten Teil gestorben wäre. Nur mal so, als Information. Oh, ein Husk. Yeah! Shepard, halten Sie sie von der Frau fern. Ich kläre den Rest mit den anderen Clans. Gar kein Problem. Oh Gott. Der Kampf ist hier voll im Gange. Ihre Ziele an und achten auf 6 Uhr. Los jetzt. So, übrigens war mit Eva nicht Eva im Sinne von Edi gemeint, sondern die Kroganerin Eva. Warp-Munition, Brandmunition. Brandmunition auch bei mir. So. Und dann würde ich mal sagen, Warp. Und schmettern. Okay, es funktioniert vielleicht auch nicht.
Vorrücken! Sie dürfen nicht hier raufkommen! Ups. Shepard, es ist hier ziemlich übel. Was Sie auch tun, halten Sie sie von der Frau fern. Okay, von der Entfernung bringt's anscheinend nicht viel. Spätthorn. Oh. Das ist genauso schlimm wie Pelevin. Genauso schlimm, nicht schlimmer? Das waren noch nicht alle. Ja, das glaube ich dir. Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwas finden können. Meine Skills laden sich so schnell auf. Ich habe wieder kaum ein Problem damit. Puff. Ups. Pum. Wow. Der ist einfach zu nah dran gewesen. Plop. War der andere jetzt? Wow, direkt vor mir. Wir haben es fast geschafft. Zu spät. Okay, das ist ein Kinderspiel. Zumindest noch. Verstanden. Bumm. Voll in die Staseblase reingegangen. Und da sind sie. Irgendwann wird man darüber Kriegslieder singen. Endlich durchtränkt Reaper Blut unseren Boden. Na, eigentlich sind's Hast. Immer noch. Los zum Mantel! Der Luftangriff erfolgt in Kürze! Frau sicher, Shepard. Vitaldaten stark. Was natürlich macht ein Salarianer hier? Davon müssen wir es ihm auch noch erzählen. Mehrere Kroganer. Problematisch. Er? Erstmal fragen wir wieder. Natürlich will ich das zeigen. Zu welchem Clan gehören Sie? Wer sind Sie? Erdnot Reef, Brutsbruder unseres erlauchten Anführers. Erlaucht? Reef und ich haben dieselbe Mutter. Sonst nichts. Wofür ich dankbar bin. Ich weiß noch, was es heißt, ein echter Kroganer zu sein. Wir häuten unsere Feinde lebend und ertränken sie in ihrem eigenen Blut. Zu uns nach Hause laden wir sie nicht ein. Okay, jetzt können wir es nur so sagen. Der Salarianer gehört zu mir. Sie wissen, was ich alles für ihr Volk getan habe. Dieser Salarianer ist nicht ihr Feind. Er will bei der Heilung der Genophage helfen. Warum sollten wir ihm trauen? Weil ich ihm traue. Das wirst du auch. Schluss jetzt! Oh. Bam. Ihr könnt hier rumstehen und in alten Wunden stochern, wie es die Kroganer immer getan haben. Oder ihr bekämpft den Feind, für dessen Vernichtung ihr geboren wurdet, und schafft unseren Kindern eine neue Zukunft. Ich werde kämpfen. Die Frauen sind viel intelligenter. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich bin dabei. Und ich auch. Und jetzt Kopf hoch wie echte Kroganer. Wir haben einen Reaper zu erledigen. Das wird was. Oh, 300! Und da sind sie schon, die schwer gepanzerten Fahrzeuge. Aber ob sie gegen den Reaper überhaupt eine Chance haben... Oh Gott, es bleibt fraglich. Organischer Bodenkonvoi, hier Torianisches Geschwader Artemek. Flugvektor zum Mantel steht. Sie bauen. Wir werden in 10 Minuten da sein. Sie arbeiten zusammen. Verstanden, Artemek. Wir sind unterwegs und versuchen Zeit aufzuholen. Shepard Ende. Reef ist nicht der einzige Kroganer, der Rache für die Genophage will, Rex. Sie müssen sie irgendwie beschwichtigen. Der Rat muss uns was vom alten Territorium zurückgeben. Wir brauchen Raum zur Expansion, um den Ruhm der Ahnen wiederzuerlangen. Der Ruhm der Ahnen führte zu den kroganischen Rebellionen. Unzählige Tote. Herstellung der Genophage. Expansionsplan? Problematisch. Können Sie mir erstmal was über die Ahnen erzählen? Wie waren denn die früheren Kroganer? Tuchanka war nicht immer ein Ödland. In den alten Zeiten waren die Kroganer ein stolzes Volk. Wir hatten Träume. Eine Zukunft, auf die wir uns freuten. Bis zur Einmischung der Salarianer? Nein. Wir haben Tuchanka selbst zerstört. Die Technologie hat uns verändert.
Das Leben wurde zu einfach. Neue Herausforderungen fanden wir am Ende nur bei uns selbst. Ein Nuklearkrieg war unvermeidbar. Und jetzt ist unser Planet im Arsch. Wir brauchen einen besseren Lebensraum. Die Kroganer haben sich sowas verdient. Ihre Hilfe gegen die Reaper wäre einen neuen Planeten wert. Oder 10. Sie haben ja keine Ahnung, wie schnell wir uns vermehren. Oh oh. Rex! Was denn? Nach der Heilung der Genophage haben wir einiges nachzuholen. Commander, im Shuttle, wollten Sie da etwas sagen? Ja. Ja. Wir werden es wieder versuchen zu enthüllen und ich sag euch, ich weiß jetzt schon, was passiert. Idalatras wollte ein Geheimabkommen mit mir schließen. Das funktioniert doch. Was für ein Abkommen? Sie sagte, der Mantel wurde vor Jahren sabotiert. Wir müssen ihn reparieren, sonst funktioniert das Heilmittel nicht. Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Und Sie dachte, wir würden das nicht merken? Korrekt. Hätte Tests vermutlich getäuscht. Bin aber vertraut mit STG-Arbeit. Schaffe das. Bin nicht umsonst so weit gekommen. Sie haben unser Volk gerade vor einem weiteren Genozid bewahrt, Commander. Ich wusste, wir können auf ihn zählen. So, das Vertrauen der Kroganer ist uns jetzt schon mal Warum sicher. Warum halten wir an? Wir müssen die Salarianer irgendwie davon überzeugen, dass es funktionieren wird. Puh.